Hallo Philipp, vielen Dank für deine Anfrage. Das mit den Einheiten ist immer wieder ein Problem und darum versuche ich das mal mit diesem Video hinzubekommen, denn wie soll man das, was wir hier jetzt gleich machen werden, in Text verwandeln, um es dann einigermaßen anschaulich und verständlich, ja, dem anderen nahezubringen? Ich schreibe einfach nur mal die Formeln hin. Wir haben im Schlussergebnis jedenfalls für das Drehmoment, das zu berechnen wäre, nichts anderes als 25 Newton pro Millimeter Quadrat war die Torsionsfestigkeit mal dem polaren Trägheitsmoment von 67,34 Zentimeter hoch 3. Nun ja, das war es denn schon und das Ergebnis wird im Allgemeinen bei den Drehmomenten in Newtonmetern herausgegeben. Also unsere Zielgröße soll also Newtonmeter sein. Und offen gestanden kann man schon erkennen, Millimeter Quadrat, also eine Fläche mit einem Kubik. Das heißt also, auf jeden Fall kürzen sich hier die Längeneinheiten schon mal auf irgendeine Längeneinheit zurück. Nun müssen wir natürlich die Einheiten ineinander verwandeln. Und wie macht man es am besten? Jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Und eins funktioniert jedenfalls immer. Und ich nehme mir einen Zentimeter und den verwandle ich zum Beispiel mal in Millimetern, weil Millimeter und Zentimeter ja hier miteinander in Wechselwirkung stehen, zum späteren Kürzen. Nun ja, ein Zentimeter sind nichts anderes als 10 Millimeter. Das ist wirklich jetzt kein Hexenwerk. Tatsächlich ist auch, wenn man das Ganze eben quadriert oder eben auch mit dem dritten Exponenten versieht, muss man das natürlich wie bei jeder Gleichung auf beiden Seiten auch machen. Und dementsprechend kann ich jetzt natürlich schreiben, ein Zentimeter Kubik sind nichts anderes als, naja, das Ganze eben dreimal hingeschrieben. Das würde also heißen, 10 mal 10, ich schreibe es ein einziges Mal wirklich jetzt hier nur so hin, wie es eben jetzt auch da mathematisch gedacht ist. Und beim Quatschen muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache. Also ein Zentimeter Kubik sind dann also nichts anderes als 100, also 1000. Ich denke mal, mit viel Fantasie kann man das hinbekommen. Und damit habe ich natürlich jetzt die Substitution vorbereitet, mit der ich hier jetzt zu Werke gehen will. Das heißt also, einen Kubikzentimeter möchte ich zunächst mal in Quadratmillimeter austauschen. Und dann würde ich natürlich, und jetzt schreibe ich mir den ganzen Zauber nochmal gnadenlos, einfach mal kurzerhand nur auf die entsprechende, auf den Bruchstrich, Millimeter Quadrat mal 67,34 und jetzt natürlich die Substitution mal 1000 Millimeter Kubik. So, und man sieht schon, wunderbar hat es funktioniert. Millimeter Quadrat kürzt sich jetzt gegen das Kubik dort weg. Übrig bleiben jetzt Millimeter. Und mit viel Energie sehe ich natürlich auch, dass also ein Meter nichts anderes sind als 1000 Millimeter. Also die zweite Substitution, ich streiche also diese drei Nullen heraus und macht dann daraus Meter. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier noch komplizierter anstellen soll als eben so. Und im Ergebnis bekomme ich dann eben tatsächlich, ich schreibe es mal kurz mal ab, 1680 Newtonmeter. So, ich glaube, ich hoffe, dass ich dir so ein T. Ich hoffe, dass ich dir so ein kleines bisschen zeigen konnte, wie man eben mit Substitution, indem man einfach die Exponenten hier mal so hinschreibt, wie sie sind und gar nicht so kompliziert macht, wie man sich das manchmal auch dann machen kann, tatsächlich dann so in dieser Art und Weise vorgeht. Einfach mal immer wieder neu versuchen, wird schon hinhauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.